Hallöchen und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute meine Neuzugänge vom Juni und Juli vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Mein erster Neuzugang ist wieder eine wunderschöne Sonderausgabe. Und zwar ist das Cinderella ist tot von Kylan Byron. Mit, wie gesagt, eine wunderschöne Sonderausgabe. Das Buch hier unter dem Umschlag hat das gleiche wunderschöne Cover. Auch ein Unterschrift von der Autorin und mit wunderschönem farbigen Buchschnitt, der mir unglaublich gut gefällt. Und auch auf die Story bin ich sehr, sehr gespannt. Es geht ja hier theoretisch in eine Cinderella-Adaption, aber es spielt halt in der Zeit nach Cinderella, wo eben hier junge Frauen unterdrückt werden und die sich in einer Ballnacht eben einen Mann suchen müssen, weil sie sonst verstoßen werden, also verbannt werden oder getötet. Und die Hauptprotagonistin hier hat aber keine Lust auf einen Mann und flieht dann. Ja, und darauf bin ich sehr gespannt, das mal aus so einer Sicht, so eine Geschichte zu lesen. Als nächstes kommen zwei Rezensionsexemplare, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar ist das einmal Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs als Graphic Novel. Der erste Teil Buchheim und dann auch den zweiten Teil, die Katakomben. Hier habe ich auch schon eine Rezension drüber gemacht, die ich euch gerne verlinken werde. Ich kenne ja die Geschichte bereits und das sind wirklich wunderschöne Bücher, die hier nicht reinpassen. Schade. So. Ich war seit ewig Zeiten tatsächlich mal wieder in einem Buchladen in Thalia und das Einzige, was ich dann kaufe, ist ein Buch für meinen kleinen Sohn. Und zwar habe ich hier einmal Fühl mal hier, kennst du das Tier? Das ist ein super süßes Buch, 18 Monate plus steht hier zwar, aber kann man auch bei Jüngeren dann schon verwenden, wo man hier erstmal etwas über die verschiedenen Tiere erfährt und auch dann richtig fühlen kann, wie sich das Fell anfühlt oder die Federn oder wie auch immer oder die Haut, und das ist total schön. Das liebt er auch. Ja, und das kann ich auch nur jeden Eltern mit kleinem Kind empfehlen. Ein super süßes Buch. Habe ich auch nur zufällig gesehen, tatsächlich. Und dann habe ich noch zwei Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen. Einmal Die Stadt der Dolche und der zweite und finale Band, Der vergiftete Thron. Ist wohl eine bekannte Story, aber ich kannte sie überhaupt nicht. Und mehr davon gibt es dann auch in der Rezension von mir. Ja, und außerdem hatte ich im Juli ja noch Geburtstag und hatte mir ja dann doch noch was gegönnt, was ich eigentlich jetzt gar nicht kaufen wollte und nicht auf meiner Liste stand, der Bücher, die ich unbedingt haben wollte. Aber ich habe mir gedacht, ach egal, sind noch verfügbar, also kaufe ich sie mir auch noch. Und zwar ist auch eine Dilogie oder auf jeden Fall hier eine komplette Story in zwei Bänden, weil sie normalerweise, glaube ich, in Vieren eigentlich rausgegeben wurde. Das ist einmal Strange the Dreamer, der erste Teil, und Muse of Nightmares von Lainey Taylor. Genau, und das war eigentlich, glaube ich, in vier Bänden, soweit ich weiß. Der erste in zwei und der zweite auch in zwei, aber hier wurde es halt in zwei Bände gepackt, was auch eigentlich viel schöner ist, da das trotzdem nicht so unglaublich dicke Bücher sind. Haben jetzt beide über 600 Seiten. Ja, und ist auch in einer wunderschönen Sonderausgabe mit buntem Buchschnitt. Und auch richtig cool im Covern. Und sehen dann beide im Bücherregal, muss ich mal gucken.
sehen dann so aus. Also sind auch wirklich so, dass sie zusammenpassen, was ich auch mega cool finde. Deswegen, ja, konnte ich nicht widerstehen und habe mir das zum Geburtstag gegönnt. Und dann noch eins, was ich eigentlich nicht kaufen wollte, aber naja, gut, egal. Das Reich der Vampire, der erste Teil dieser Reihe von J. Christoph. Ich bin ja gerade dabei, Endsinger zu lesen und ja, es haut mich halt wieder so um, die ganze Story und auch wie er schreibt schon alleine, ist großartig. Dieser Inhalt, als ich ihn gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist eigentlich nicht so meins, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Und außerdem hat auch dieses Buch wieder als Sonderausgabe einen unglaublich genialen Buchschnitt, wo ich dann auch nicht widerstehen konnte. Ja, und ansonsten unter dem Buchumschlag, finde ich, sieht es auch richtig cool aus, das Buch. Und hat auch eine coole Karte drin. Dies waren meine Neuzugänge. Ja, reicht auch wieder, auch wenn es für 2 Monate ist. Da ich ja im Moment nicht ganz so viel weglesen kann. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Bei meinem Sub bin ich immer schön bis jetzt auch weiterhin noch unter 30 Büchern. Ja, also halte ich mein Level sehr gut. Deswegen kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was bei euch so alles neu eingezogen ist. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.